Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute, und dass ihr wieder dabei seid. Ja, für mich ist jetzt schon eine ganz schöne Weile vergangen seit der letzten Folge. Ich hatte nämlich an einem Stück, glaube ich, keine Ahnung, wie viel ich am Tag aufgenommen habe. Ich weiß nicht, 6-7 Stück, wenn man dann eine Folge pro Tag hochlädt und vorher noch 6-7 Stück auf Lager hat, dann kann das schon ein bisschen was dauern. Ich war in der Zwischenzeit allerdings nicht untätig, Leute. Ihr seht es an meiner Rüstung, ihr seht es an meinem Level rechts oben. Ich habe ein bisschen was gemacht, die Welt erkundet, Spaß gehabt, war geil, hat Bock gemacht. Und ich zeige euch ein bisschen was. Und natürlich, bevor wir das tun, oder während ich das tue, danke an die Supporter da draußen, die immer noch am Start sind. Viele sind es leider nicht mehr, muss man leider so sagen, wie es ist. Warum auch immer, aber die Leute, die da sind und die Leute, die mich immer noch unterstützen, den danke ich. Danke dafür. Ja, was wollte ich sagen? So, warte mal. Ich habe die Rüstung nämlich bekommen, dadurch, dass ich den Season Pass bekommen habe. Denn ich ein cooler Typ bin. Warte mal, das kann ich auf jeden Fall verchecken noch später. Ja, so. Also, die Rüstung ist eine Centurio-Rüstung. Ja. Und ihr seht es schon, die sieht schon sehr sahnemäßig aus. Zudem bekommt man dann dieses Schwert, Fox Populi. Sofortiges Aufladen, kritische Trefferchance, ist ein legendäres, einfaches Schwert. Sehr geil eigentlich. Und dieses Schild, Gesundheit bei Parade, auch ganz geil. Gehören zumindest zu den stärksten Sachen, die ich aktuell habe. Ansonsten weiß ich nicht genau, was ich hiervon aufgelevelt habe seit dem letzten Mal. Aber ihr seht schon, hier sind wir durch. Hier fehlt mir noch, Kohlenstoff. Hier fehlt mir noch Kohlenstoff und die einfachen, wie nennt man das? Einfachen Lederstücke. Und hier fehlt mir auch noch Kohlenstoff. Wo kann ich denn eigentlich gucken, wie viel Cash ich habe? Weil Ressourcen habe ich jetzt alles, außer, wie gesagt, diese Dinger. Okay, da wo ich hinlaufe, ist auch ein Schmied. Von den Ressourcen her habe ich jetzt alles. Ansonsten, wie gesagt, fehlt mir nur noch der Kohlenstoff. Übrigens, wenn ihr selber Bock habt auf einen Season Pass und ihn euch neulich gegönnt habt, könnt ihr das gerne über meinen Sponsor machen. Games Rocket, Link ist in der Videobeschreibung. Und egal, was ihr euch da bestellt, wenn ihr den Code der Sauber 2017 eingebt, kriegt ihr 3%, unterstützt mich dadurch und spart halt Geld. Ist die perfekte Lösung für alle. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt das gerne mal aus. Wir haben auch super günstige PSN-Cards. Kann man sich natürlich auch so den Season Pass kaufen oder so. Direkt. Entscheidet selbst, wenn ihr Bock habt. Hallo, mein Freund. Wie kann ich helfen? Wie gesagt, gerne über den Link dann machen, weil ansonsten zählt es für mich nicht. Und danke an alle, die das schon getan haben. Und mir vor allen Dingen auch da positives Feedback gegeben haben. Das ist ja das Wichtigste dann an der Stelle. So, warte mal, jetzt habe ich das ausge... komm, so, warte mal, ich verkaufe jetzt erstmal alles, was ich verkaufen kann. Genau, so sieht's aus. Verkauft. So, ihr wisst ja, die Regel besagt, alles Blaue und so weiter weg. Alles Doppelte weg. Ist gut. So, ist gut. Und zack. Verkauft. So, jetzt den Hammer nochmal ganz kurz wechseln. Was da schon fast für 5 Minuten verballert dafür. Ja, richtig geil, Mann. So, den Hammer jetzt hier noch. Zack. Habe ich sonst noch irgendwas doppelt? Mal ganz kurz gucken. Sei gegrüßt, Freund. Hey, sei gegrüßt. Lange nicht mal gesehen, Bruder. Nee, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts doppelt. Nee. Gut. Kaufen müssen wir auch nichts. Immer wieder ein Vergnügen. Allerdings müsste ich entweder diesen Kohlenstoff finden oder halt bei dem kleinen Rotzlöffel kaufen. Kennt ihr die Geschichte des mutigen Kapitäns Foxy, des mächtigen griechischen Söldners, der eigenhändig die verhassten Gabinianer in einer epischen Seeschlacht besiegt hat? Dann kommt zu mir und ich verzaubere euch mit der Legende von Foxidas und der Göttin von Siva. Yes, ihr kriegt schon mit. Hauptmission.
wie die beiden furchtlosen Titanen ganz alleine auf dem weiten, offenen Mittelmeer nicht weniger als 60 Schiffe der verdammten Gabinianer auf den Meeresgrund schickten. Alles klar. Du sagtest Göttin von Siva. Wie war ihr Name? Von welcher Schlacht redest du? Du kennst das noch nicht? Oh, mein Freund, dich erwartet ein Genuss. Ich erzähl dir, was passiert ist. Wieder mal eine Mission mit Aya. Aya. Ja, ja, ja. Seminja. Pamaneo, Manessa. Ich kenne den Text nicht. Noch nie kannte ich ihn. Aber egal. Ach, Aya ist auch mal wieder am Start. Ja, ja, Leute. Was soll man von Aya halten? Ich dachte wirklich, sie kommt ein bisschen öfters vor. Ich dachte, es wäre wirklich so ein Duo. Der Legende nach segelten der edle griechische Kapitän und die ägyptische Göttin von der Küste Alexandrias los, um die gefürchtete Gabinianerflotte zu finden. Sie hatten nur ihre robuste Triere und ihre treue Besatzung gegen die berühmten Kriegsschiffe der Gabinianer. Schwimmende Berge mit mehr als 10.000 Männern, gerüstet mit Rudern und Feuer. Wo sind diese Gabinianer-Schurken? Mein Informant meinte, sie kämen hier vorbei. Ich erwürge den Mistkerl, falls das eine Lüge war. Wer sind die Gabinianer? Und woher kommen sie? Römische Verbande im ägyptischen Exil. Verräterische Ratten allesamt. Mit Roms Disziplin und der Ruchlosigkeit des Ptolemaios. Würdige Gegner für tapfere Krieger wie uns. Dann müssen wir sie aufhalten, bevor sie zu Ptolemäus Flotte stoßen. Wir werden sie finden, Aya, und vernichten. Keine dieser. Da! Ist das ihre ganze Flotte? Bei Poseidons Piss hineinweihen. Das ist nur ein Teil ihrer gesamten Streitmacht. Und wohl der kleinere. Nur Trieren. Keine Spur von ihrer verdammten Oktere. Das ist gut für uns. So können wir sie dezimieren. Schiff um Schiff. An die Ruder und Bögen bereit! Wir greifen an! Zeigt keine Gnade! Diese Teufel schenken uns auch keine! Sie haben eine Oktere? Was machen wir gegen die? Sei tapfer, Damastes! Gegner wie uns kennen sie nicht! Ihr fetter Kahn wird sie nicht retten! So. Ich habe natürlich seit dem letzten Mal wieder halb die Steuer vergessen, aber wir kriegen das schon hin. Den ramme ich weg. Mehr Tempo! Schneller! Erhöht das Tempo! Kommen Sie! Bereit zu feuern! Feuer! Schneller! Mehr Bomben! Feuer erledigt! Feuer! Erhöht das Tempo! Wir rammen Sie! Erhöht die Schlagzahl! Na komm schon! Rudert schneller! Wir rammen sie! Aufprall! Mehr Tempo! Bereit zu feuern! Feuer! Haut sie weg, Jungs! Haut sie weg! Komm! Feuer! Und noch eine mehr für Poseidons Sammlung! Feuer! Rudert schneller! Poseidons Sammlung! Schneller! So, jetzt hier kommt die Schlagzahl! Jetzt rammen wir die Sau, Alter. Wir rammen sie! Mist! Die Gabinianer wurden besiegt. Alle 20 gigantischen Kriegsschiffe lagen in Poseidons schleimiger Umarmung. Allein und wider der Wildheit von Wind und Meer, die sich gegen sie verschworen, behielten sie die Oberhand. 20? Das würde selbst Pompeius überfordern. Zweifel nicht an mir! Das hat mir jemand erzählt, der dabei war. Kapitän, wir haben gewonnen! Die Gabinianer sind besiegt! Nicht so vorherrlich, Junge. Meine Spione berichten von Meerschiffen. Sie haben sich wohl aufgeteilt. Auf gen Osten! Direkt ins Maul des Krokodils, falls deine Spione richtig liegen. Na und? Ich hab schon schlimmere Bestien bezwungen. Und keine hatte auch nur eine Chance. Deine Tollkühnheit bringt dich noch um, Kapitän.
und uns mit dir. Volle Fahrt! Ey, warum hört er auf zu rudern? Schneller, Jungs! Schneller! So, jetzt gehen wir ein bisschen Stoff hier. Tempo. Ja, ist schon nicht schlecht, so als Geschichtenerzähler uns von dieser Mission zu erzählen. Als würde sie aus den allertiefsten Tiefen der Unterwelt aufsteigen, erschien eine zweite, unerbittliche Wand aus Schiffen. Dieses Mal standen unglaubliche 40 Todesschiffe der Gabinianer gegen unsere Helden. Dann tauchte ein weiteres Schiff hinter der Flotte auf, größer als alles, was man bis dahin oder seitdem sah. 10.000 blutrünstige Krieger mit Schwert und Schild drängten sich auf dem gewaltigen Deck und warteten auf die Helden. Das war dann ja vielleicht die größte Mittelmeerflotte aller Zeiten. Stille! Legte sich wie Nebel. Plötzlich flogen 100 Feuerbälle von den Decks der Gabinianer direkt auf den tapferen Foxidas und seine verblüffte Besatzung zu. Feuer! Wie sie aus dem Nebel kommen, wie in einem Albtraum. Lass dich von ihren Tricks nicht beeindrucken, Damastes. Das soll uns nur einschüchtern. Das bringt ihnen nichts. Und die Flammen! Ihr Feuer ist so heiß! Foxidas! Diese Waffe könnte uns wirklich helfen! Ich kenne da vielleicht jemanden, der jemanden kennt. Könnte klappen. Okay, erstmal die Kleinen wegrammen. Geht dich daran, dass ihre Katapulte schießen können? Dann gewinnen wir! Beenden Schieß, Jungs! Feuer! Feuer! So, werft die Wand an. Das war so heroisch. Sie kämpften wie Götter. Aber alles vergebens. Es tauchten noch mehr Schiffe auf. Eine gewaltige, brennende Kriegsflotte fiel über sie herein, als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft, aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornten sie an. Noch mehr Schiffe! Von Osten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es hier, Faulpelze! Sieg oder Tod! Allala! Ausweichmanöver! Ah ja! Damastes! All ihr Faulpilze, hört her! Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten! Hier, in diesen von Scheiße triefenden Gewässern, schicken wir die Gabinianer an die Unterwelt! Soll das einer erzählen, ohne dass Tränen sein Gesicht hinunterfließen? Die Götter selbst werden ihre Gläser auf uns erheben! Ruhig, alter Mann, nicht die Götter provozieren! Rudert! Alter, ich muss das Scheißding wegrammen. Das macht ja gar keinen Schaden mehr, das Rammen. Deckung! Da kommt da was? Und Schlag! Wir werden angegriffen. Das tut weh! Ich muss durchsehen, scheiß auf. Einfach, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir rammen sie! Zack, Alter! Wir sind Helden! Alala! Und genau darum geht es! Lilili, lilili! Alala! Boah, Alter, es war ganz schön knapp. Ganz schön knapp hier, die Kiste. Ach ja, geil. Ja, macht schon Bock so. Als so Auflockungsmission ist schon ganz nice. So wurden Foxidas und die Göttin zur Legende nach ihrem Sieg über 10x10.000 Gabinianer. Ich sage euch, mir kommen die Tränen, wenn ich nur davon erzähle. Und man sagt, wenn man einer Welle ein Gebet zuflüstert oder in die Tiefe des Meeres, kann man als Antwort ihren Kriegsschrei hören. Alala! Alala! Und so hat es sich zugetragen. Jedes Wort ist wahr. Was für eine Geschichte. Die Göttin hieß Aya. Und sie ist wirklich eine Göttin. Das war dann wohl auch der einzige wahre Teil. Was ist schon wahr?
Im Reich wahrer Größe ist alles erlaubt. Man muss an den Akt der Schöpfung glauben, sonst erleidet man das Schicksal der Gabinianer. Ich mag deine Geschichte, Seni. Obwohl ich nicht weiß, ob du nicht doch vielleicht nur ein Spiel spielst. Geschichte, Spiel, alles dasselbe. Sie gehören zusammen wie die Meere und der Regen. Alala! Jetzt verstehst du! Alles klar. Alala, alala. Nun gut, okay, hätten wir das auch geschafft. Das ging eigentlich, ja, recht easy, wa? Ist hier der kleine Schmied? Kleine Schmied, sag ich schon. Der kleine... Hallo, Alter, was ist denn das? Was wird mir da oben angezeigt, sag mal? Hallo, wo endet es denn, das grüne Ding? What the fuck, Alter? Prüfung des Sobigs. So, Alter, ja, gut. Was Level ist denn das hier für einer? Oh, halbes Horn ist ein bisschen stark. Wo ist denn der Rotzlöffel, Alter? Ist er hier immer oder ist er das? Nee, das ist Räche jemanden. Materialbeschaffung. Ich glaube aber nicht, oder? Also wie gesagt, genau, da zu Räder will ich, weil der hat ja Kohlenstoff verkauft, der auch für 3000 jeweils pro Stück. 7000 habe ich jetzt, könnte ich also eine Sache nochmal komplett aufwerten. Ist schon ganz geil, Alter. Ist schon ganz geil, kurz vor dem gemaxten Ausrüstungsgegenstände zu sein, das macht schon Laune, ne? Aber Materialbeschaffung, aber ich glaube. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? What? Sobek ist krank! Hetesoros zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen! Ihr betet weiter! What the fuck? Was ist denn das jetzt? Krass. Sobeks Tränen. Sobeks Tränen, Nebenquest. Das ist ja ganz geil, so ist es ganz nice, wenn du da irgendwo vorbeiläufst und dann kommt random irgendwie eine Mission, das ist schon ganz nice. Ja, warum kann ich denn... Ja, jetzt kann ich es rufen, Mensch. Ach so, ein neues Pferd gab es übrigens auch zu dem Pack. Aus dem Weg! Du Narr, was denkst du hier dabei? Lass mal die Schnauze halten, Junge. Komm da gleich rüber und verklopp dich einfach, was hältst du davon? Wow. Ich brauche ein paar Dinge für etwas, woran ich arbeite. Da du ja oft durch die Wüste reist, kannst du sie vielleicht für Räder finden. Ja, komm, machen wir mal mit. Man kann sich natürlich auch hier so eine Hackertruhe holen oder Hackertruhe. Da kannst du dann auch, wenn du Glück hast, richtig geile Scheiße bekommen. Ich kaufe mir jetzt hier einfach die Sachen. Ich weiß, man findet die bla bla bla, blibla blub. Ist mir scheißegal, Mann. Ich will das jetzt haben. Ich will die Sachen jetzt haben. Also hole ich sie mir jetzt. Und zwar... mach ich das. So, also. Hier brauche ich noch 5 Stück. Und ich brauche noch... Silber habe ich genug. Aber Bronze brauche ich auch noch ein bisschen. Aber gut, Bronze finden wir. Warum sollten die Götter den Ägyptern helfen, wenn wir uns den hartes Leder, soll ich ihm das geben? Ja, komm. Oh, Alter! Höhenmultiplikator. Krass, her damit, Seda. Kannst froh sein, dass wir dich noch nicht ausgeraubt haben, kleiner Fratz,
Krass, krass, krass. Leichte Bögen, Alter. Einfach auch jetzt legendär. Woo! Bald bin ich legendär. Überall legendär. 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 Sturmklingen. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Furcht vor was? Einem Tempel, dem wir völlig egal sind? Einem Tempel, dem wir völlig egal sind? Hunderte von Ägyptern verhungern jedes Jahr. Wo sind so oh Gott, bin ich bescheuert. Ich wollte doch das weiche Leder holen. Ich bin so ein Vollidiot. Vollidiot. Die Priester werden fett von den Opfergaben, die sie den Armen stehlen. Warum sollten die Götter den Ägyptern helfen? Wenn wir hallo, Anzeige. Da. Neck, nicht mal mehr so weg beschützt uns. Kann ich dich mit etwas locken? Sag mal, es klingt schon ein bisschen komisch. Wenn du das so sagst, klar, kann ich dich mit etwas locken? Boah, ja. Na gut. Auf bald. Auf bald, tschüss. So, was haben wir denn als nächste Quest noch? Hauptmission. Sprich mit Kleopatra. Ah. Wir dürfen auch mal mit Kleopatra mal wieder reden. Ja, auch die kommt wieder, also die kommt viel zu selten vor. Verstehe gar nicht, warum die so selten vorkommt hier im Spiel. Ich weiß nicht, Leute. Kann mir das jemand erklären? Warum das so ist? Warum ist das so? Gut, dass ich hier überall schon war. Ich habe mich so, also ich habe die Welt erkundet, Leute. Boah, ich habe so viel erkundet. So viel erkundet, so viele Steinkreise gefunden. Geile Gräber gesehen, Kieselglas ohne Ende schon, ich habe glaube ich schon über 30 Stück. Geil, Mann, einfach nur geil. Das macht schon Bock. Aber das hat mir auch schon den Witcher Bock gemacht. Aber ja, warum nicht? Also wer da Bock drauf hat, so die Welt zu komplettieren, der hat ja auf jeden Fall auch seinen Spaß dran. Macht schon Laune. Macht schon Laune. Ist doch immer ein bisschen Cash in der Tasche. Ja, geil. Geiler Schrott zum Verkaufen ist auch immer geil, weil geiler Schrott zum Verkaufen geil ist, weißt du? Nein. Nicht da rein. Oh. Was ist denn das? Ach so. Ach, guck mal. Ach, da, ich hab mich schon gewundert, was das für ein Symbol da oben ist. Das Papyrus-Rätsel-Symbol hat sich mit dem Fragezeichen verschmolzen. Und ich dachte schon, ey, was ist denn das für ein neues Symbol? Das kenn ich aber gar nicht. Okay, na gut. Ja, Leute, aber ihr seht schon, wie weit fortgeschritten die Folge ist. Zu Kleopatra gehen wir dann beim nächsten Mal. Hatten wir diesmal wieder eine geile kleine Mission mit Aya. Und auch die kommt viel zu kurz, Leute. Und auch die kommt viel zu kurz. Leider haben sie es bisher, und ich weiß nicht, wie sie das noch schaffen wollen. Ich bin offen für alles, kann ja noch kommen, wer weiß. Leider haben sie es bisher noch nicht geschafft, so geile, richtig geile Nebenfiguren einzubauen in das Spiel, die präsent sind und cool sind, wie zum Beispiel ein Leonardo da Vinci oder ein Onkel Mario. Ja. Aber mal gucken, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Ja, vielleicht kommt es ja noch, vielleicht nimmt es ja noch richtig Fahrt auf. Ihr hattet ja auch geschrieben, dass Sappenkrodil geiler wird, wurde es auch. Deswegen mal schauen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, was passiert. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Checkt auch gerne mal meine Social Media Seiten ab. Das ist genauso wie mein Partner in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Bock habt, seid da auch gerne dabei am Start, um einfach auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt. Haut rein und tschüss.